Hi Sigi Pop hier mit einem neuen Video. Ja, in diesem Video will ich eigentlich nur einen kleinen schnellen Test machen. Und zwar habe ich hier auf meinem Tisch das Equipment ausgebreitet, was ich normalerweise auf den Touren mit dabei habe. Und ich habe aktuell einen neuen Rucksack, den Vanquest Marco 45. Den habe ich von Tools for Gents zur Verfügung gestellt bekommen, damit ich ihn eben testen kann. Und ich will einfach mal wissen, passt das Equipment, was ich normalerweise in meinem V-Sport Raccoon 45 dabei habe, auch hier in diesen Rucksack rein. Fangen wir mit dem Schlafsack an. Ich habe hier den Biopod Wallace Zero von Busybag. Auch den teste ich gerade. Den habe ich schon mal im ein oder anderen Video, hat man den schon mal kurz gesehen. Der kommt hier unten in das Bodenfach, Schlafsackfach oder wie auch immer man das nennen möchte. Das Fach ist also relativ schmal geschnitten, aber der Schlafsack passt trotzdem gut rein. Und was ich in der Regel hier unten noch drin habe, ist mein Regenponcho. Das ist so ein Miltec in so einem Flecktarn. Der kommt da noch mit dazu. Das sollte da eigentlich auch noch reinpassen. Es wird ein bisschen eng, gar keine Frage. Aber das wird gehen, denke ich. Oh, sieht doch nicht schlecht aus. Boah. Kriegt man gut rein. Also da werden die Nähte auf jeden Fall schon mal gut getestet, aber das passt. So, und das Schöne ist an dem Rucksack, es ist so eine Art Frontloader. Wir haben hier praktisch ein großes Fach, wo wir aufmachen können. Wir müssen nicht alles von oben reinstopfen. Jetzt sieht man hier schon, der Schlafsack ist hier in diesem Fach drin. Es ist wie so ein Sack, der unten am Boden ist. Was ich hier jetzt schon drin habe, ist meine BW Faltmatte, Isomatte. Die habe ich immer ganz gerne dabei, einfach um drauf zu sitzen oder sich mal irgendwo auf der Wiese irgendwo hinzulegen oder am Feuer oder so. Die ist natürlich recht groß, recht sperrig, da könnte man sich auch was Leichteres mitnehmen, aber ich mag sie gerne. Hier unten auf der Rückseite oder auf der Innenseite vom Rucksack ist so eine Tasche für eine Trinkblase und da passt die halt echt haargenau rein. Also die passt da wirklich schön rein. Nimmt natürlich ein bisschen Innenraum weg. Generell denkt man jetzt, oh Gott, da ist ja nicht mehr viel Platz, wie soll das noch alles reingehen? Aber ihr werdet sehen, das passt. Jetzt habe ich hier so ein bisschen Kleinkram, Handschuhe, eine Groundsheet, ein Kissen. Brauche ich auch nicht immer unbedingt dabei. Was haben wir noch? Ah, hier mein Kochsetup. Das ist auch noch in so einem bisschen, ich sag mal, provisorischen Behältnis. Da ist ein bisschen Spiritus, ein Trangia und so ein kleiner Hobo-Kocher. Das passt aber alles hier unten noch neben den Schlafsack. Da ist rechts und links noch ein bisschen Platz. Da stopft man das schön rein. Dann ist es auch schön ausgefüllt. So, zack. Und jetzt kommt als nächstes der Underkilt. Den legt man einfach hier so drauf. Das ist der Amazonas Underkilt Poncho. Dann haben wir hier das Tarp. Ja, dann haben wir hier noch die Aufhängung der Hängematte, die passt noch hier unten mit dazu. Zack. Und hier oben legt man die Hängematte hin. Das ist hier schon eigentlich das drin, was wir haben wollen. Was ich immer noch dabei habe, ist halt irgendein Messer und eine Klappsäge. Und das Schöne ist, auf der Innenseite von dem Deckelfach sind zwei so Nylon-Taschen aufgenäht. Und da passen eben so flachen Gegenstände wunderbar rein. Ja, machen wir die dahin. Das ist okay. Da geblieben. So. Und hier unten könnte ich jetzt noch Kleinigkeiten reinmachen. Zum Beispiel habe ich hier einen Trockensack. Da habe ich normalerweise oder habe ich meine Wechselklamotten drin, ein T-Shirt und lange Unterwäsche, wenn es dann halt jetzt kalt ist im Winter. Ja, die packen wir jetzt mal da raus, machen wir das Tarp nochmal weg. Und wer schon mal viel im Rucksack unterwegs war, kennt ja vielleicht die Rollenmethode, dass man sich alles zu so kleinen Rollen macht. Die könnte man da jetzt einfach immer so reinstecken. Ich denke, dass das ganz gut den Schlafsack, den Rucksack dann ausfüllt. Und wie gesagt, hier ist die lange Unterwäsche, das Oberteil, das passt noch wunderbar hier hin. Man soll ja möglichst die
ja, Leerräume ausfüllen, damit der Schlafsack, ich sag immer Schlafsack, der Rucksack schön kompakt ist. Das packen wir auch hier rein. Wahlweise hätte ich jetzt auch das T-Shirt da reinstellen können, aber das ist jetzt egal. Gut, hier ist noch ein bisschen Luft, da passen noch die Socken rein, die Wechselsocken. Dann wäre das auch voll. Jetzt machen wir mal das Deckelfach zu. Zumindest jetzt mal zum Teil. Die der Rucksack hat hier schöne große Zipper, da lässt sich wirklich ordentlich dran ziehen. Zack. Und jetzt steht der Rucksack auch schon. Jetzt können wir die Rückenplatte, die zeige ich euch gleich auch noch, schon mal hier mit dem Schnellverschluss wieder fixieren. So. Jetzt haben wir nämlich hier jede Menge Platz. Jetzt passt hier noch dann eben das Tarp rein. Ja, wie ihr jetzt seht, ist hier der ganze obere Bereich vom Deckelfach ist noch Platz. Da kommt jetzt mein Kochset rein. Das ist die Tatonka-Bowl und so ein kleines Edelstahl-Ding. Und hier könnte ich jetzt noch mein Essen reintun. Eine kleine Dose Bier oder vielleicht zwei Dosen Bier oder noch eine kleine Trinkflasche. Mal als symbolisch oder als ja, tun wir das da mal rein. So. Das können wir hier schon zumachen. Und da ist immer noch jede Menge Platz, also da geht locker noch was rein. Das können wir hier oben im obersten Deckelfach. Kommt mein Rest der Hilfesatz rein und da passt auch noch was dazu, da könnte noch eine Brille rein, weiß der Geier. Und dann kommt hier in dem zweiten Deckelfach, da ist schon drin ein Messer und mein Lichtkit, Taschenlampen, Kopflampe. Und hier, wie ihr seht, da ist noch jede Menge Platz und da passt auch noch mal ordentlich was rein. So, das brauchen wir nicht. Habe ich noch dabei gehabt letztes Mal, als es ein bisschen frischer war und im Winter wird man das brauchen. Nochmal einen schönen warmen Fleece-Pulli. Wie gesagt, kriegt man den hier noch problemlos rein. So, jetzt ist hier oben schon mal zu und voll. Und der Rucksack sieht auch insgesamt schön ausgefüllt aus. Was jetzt hier bei Marco noch ein riesen Vorteil gegenüber dem Raccoon 45 ist, hier die Seitentaschen. Die haben auch einen Nutzen. Beim Raccoon sind die viel zu eng geschnitten, da passen keine Trinkflaschen rein. Und hier bei dem Marco passen die nierenförmigen Flaschen von Nalgene zum Beispiel. Die verschwindet komplett in der Tasche. Ja. Und kann dann sogar noch mit so einem Gummi hier oben gesichert werden. Und auf der anderen Seite habe ich schon die Tatonka Bowl drin, also nicht die Tatonka Bowl, die Tatonka Tasse, den Mug. Und da kommt jetzt noch dann meine Clean Canteen. Also da würde auch eine große Nalgene, eine Literflasche oder sogar eine 2 Liter Flasche würde da locker noch reinpassen. Und auch hier dann wieder mit diesem super cleveren Gummi-Zip-Zug hier fixiert. Wenn man jetzt hier mal guckt, die Nähte sind natürlich schon relativ unter Spannung, aber das passt noch. Was ich natürlich bei kälteren Jahreszeiten und im Winter immer dabei habe, ist natürlich noch eine Jacke. In dem Fall habe ich hier so eine Hardshell-Jacke. Ja, und die passt hier wunderbar. Das Deckelfach oder diese Rückenplatte. Die kann man abnehmen. Ja. Und dann sieht man, dass hier sogar noch Luft ist. Dann kann man das hier drauf machen. Hier oben wieder einhängen. Somit ist die Jacke auch außen fixiert und jederzeit zugriffsbereit, wenn es dann doch zu kalt werden soll. Und jetzt passt sogar noch auf der Rückseite hier über diese Gummizüge oder unter diese Gummizüge meine Axt. Hier ist noch so eine kleine Lasche, da kann ich das so reinhängen.
mit dem Gummiseil ein bisschen fixieren, nachspannen und hier festmachen. Und wenn ich es jetzt komplett übertreiben will und auf einer richtigen Trekking-Wandertour bin, kann ich sogar noch meine Trekkingstöcke mitnehmen. Hier sind extra noch mal solche Schnellspanner angebracht auf beiden Seiten. Die kann man so aushängen. Dann hängt man die hier ein. Hier unten hat so eine Lasche, da kann ich die, ja, die Enden fixieren. Zack. Und hier oben über den Schnellspanner zuziehen. Hier unten noch alles nachziehen, damit es schön fest ist. Das Ganze natürlich auch auf der anderen Seite. Können wir auch mal so rumprobieren. Das geht auch. So. Na, ich glaube, das ist sogar besser so rum. Habe ich sogar noch meine Trekkingstöcke mit dabei und alles ist verstaut. Ja, wie gesagt, hier oben geht auf alle Fälle noch was rein. Hier passt noch ein bisschen was Essen rein, ein bisschen ein paar Snacks, was man noch so ein Kleinkram dabei haben möchte. Ja, das passt doch soweit. Also bin ich zufrieden, es geht alles rein ohne die Seitentaschen. Ich habe ja an dem Raccoon 45 oft noch die Seitentaschen dran. Also da hat Marco Vanquest gute Arbeit geleistet, die haben das Volumen richtig gut ausgerechnet, passt richtig was rein. Ja, erstmal danke fürs Reinschauen, danke an Tool for Gents, ein ausführliches Review zu dem Rucksack folgt natürlich. Ich teste den jetzt mal auf Herz und Nieren und dann gibt es dazu ein neues Video. Also haltet die Ohren steif, bis dann, ciao. Damn.